Mein Vater hat auf seine Flucht seine Fotos mitgenommen, 350 Dias und ungefähr 700 Schwarz-Weiß-Negative. Hier, das bin ich. Es gibt von meiner Kindheit ein paar Früherinnerungen und ich vermute, dass somit eine der ältesten Erinnerungen ein Besuch bei meiner Großmutter in Tilsit war. Die Wohnung, die ganze Atmosphäre da, es war alles so dunkel und auch muffig irgendwie. Ich habe mich da also eigentlich überhaupt nicht wohlgefühlt, wollte nach Hause. Und das einzige Interessante war, dass diese Großmutter ein Huhn hatte, das Eier legen konnte. Und zwar musste man die Eier vorne in den Schnabel reinstecken und dann kullerten die da irgendwo durch den Leib und kamen hinten raus.